Pressekonferenz der Begegnung Herforder Eishockeyverein gegen den KSW Eisfighters Leipzig. Das Spiel endete 0:3. Das letzte Tor fiel dann so kurz vor der Schlusssirene, mit der Schlusssirene, zählte auf jeden Fall noch. Zu meiner rechten Headcoach der Eisfighters aus Leipzig, jetzt gebe ich mir ganz viel Mühe, Bortrik Wehne. Gut. Und zu meiner linken Henry Thom, Headcoach der Herforder Ice Dragons. Erstmal herzlichen Glückwunsch. In meinen Augen eine sehr gute Leistung, das ist so. Ihr habt einen Plan gehabt und ich glaube, der ist voll aufgegangen heute, oder? Ja, nicht voll, aber natürlich bin ich sehr happy mit 3 Punkten hier gegen einen guten Gegner. Die haben auch viel Druck gemacht, besonders im Powerplay, aber unsere Tormann war extrem gut heute. Ich finde, unsere erste Drittel war die beste Drittel. Henry, wir haben vorhin schon mal ganz kurz gesprochen. Du sagtest, heute hätten wir wahrscheinlich noch viel, viel länger spielen können. Wir hatten so ein paar Situationen, dass es, wo man dann sagte, ja gut, es geht wahrscheinlich zu null aus dann. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis Herford wirklich sehr gefährlich vor das Tor kam. Das heißt, wenn man gegen Leipzig spielt, weiß man, es ist schwer, Tore zu machen. Liegt man zurück, wird es nicht leichter. Ganz kurz dein Statement zum Spiel heute. Ja, guten Abend erstmal. Erstens Gratulation an Patrick und seiner Mannschaft. Zweitens, ich möchte mich unbedingt heute bei unseren Fans bedanken. Also, als wir hinten waren, die haben ständig Gas gegeben, uns nach vorne gepeitscht. Die uns Energie gegeben, also das war wirklich toll. Man hörte sie das ganze Spiel lang und auch nach dem Spiel. Vielen Dank dafür, das ist super wichtig. Aber ich glaube, die Jungs zahlen es auch heim auf dem Eis. Die haben bis zur letzten Sekunde immer noch gefightet, dass das Ding vielleicht doch endlich reingeht. Wie gesagt, also das erste Drittel, ja, am Anfang hatten wir ein paar Chancen, die waren keine hochkarätigen Chancen. Die ersten 10 Minuten waren so ein bisschen ausgeglichen. Und dann nach dem ersten Tor hat Leipzig eine sehr, sehr gute Phase gehabt und sich Torchancen erarbeitet. Die haben ein bisschen anderes System gespielt heute als sie sonst. Die haben die Stürmer schneller raus. Da mussten wir uns erst ein bisschen dran gewöhnen. Das haben wir aber dann getan. Und im zweiten Drittel, das letzte, im Endeffekt bei dem Überzahl, wo wir dann am leeren Tor praktisch einmal quer dann vor der Torlinie schießen, habe ich schon gedacht, so heute wird das nichts mehr mit dem Tore schießen. Aber dann haben wir gleich 2 Alleingänge gehabt am Anfang vom letzten Drittel. Vielleicht, wenn da einer reingeht, dann kriegen wir das Ding noch gekippt, aber es ist halt so ein Tag, wo es einfach nicht reingeht. Aber die Einstellung der Jungs, sie haben gefightet, die 60 Minuten, und da kann ich keinen Vorwurf machen. Heute war einfach guter Tormann auf der anderen Seite, clevere Mannschaft, die haben gut in ihren eigenen Ecken gespielt. Das hat uns die sind körperlich sehr präsent gewesen. Das macht es natürlich schwer, wenn man da durch will, aber nichtsdestotrotz ist jetzt so. Es ist so, es war die erste Heimniederlage. Und da hatten wir auch die letzten Wochen immer drüber gesprochen, irgendwann wird die kommen. Und die ist jetzt heute gekommen. Das heißt, natürlich wusstet ihr in Leipzig auch, Herford ist aktuell das heimstärkste Team gewesen, vielleicht noch, ich weiß nicht ganz genau. Ihr seid momentan, ihr wart Achter, heute mit diesen 3 Punkten, die sehr, sehr wichtig natürlich irgendwo sind. Die Liga ist eng und man muss ein Eisfighter sein, sage ich jetzt mal. Das ist wichtig, diese Saison, dass man wirklich unheimlich kämpft. Ihr habt 4-mal in der Verlängerung gespielt, alle Spiele gewonnen. Das heißt, das liegt euch so ein bisschen, dass ihr dieses Arbeiten auf dem Eis, dieses Kämpfen auf dem Eis, so wie man es heute gesehen hat, das ist so euer Ding, oder? Ja, ich finde, alle Jungs kämpfen sehr brav. Jeder Spieler ist sehr wichtig und wir haben eine gute Fitness. Ich glaube, die gute Fitness macht uns stark Ende der Spiele und in Overtime. 2 Spiele haben gefehlt, 2 Schlüsselspieler heute, aber trotzdem die anderen, so, die haben einfach besser gespielt wie sonst, noch mehr Eiszeit bekommen und das ist die Stärke. Wir sind eine Mannschaft, finde ich. Nächstes Spiel ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gegen Herne am Freitag. Und auch das ist wieder, auch das ist wieder wichtig. Es geht wieder um die nächsten 3 Punkte. Euer Ziel ist es, jetzt so ein bisschen weiter nach oben jetzt weiterzukommen. Viele Punkte jetzt erstmal sammeln, die man dann später nicht sammeln muss, oder? Klar. Ja, für mich als neuer Coach in der Liga, die erste Runde, jetzt war heute der Start für die 2. Runde, ist, war eher eine Scouting-Runde für mich. Aber jetzt habe ich viel dazugelernt, wie die Gegner spielen, wie unsere eigene Mannschaft reagiert in verschiedenen Situationen. Wir sind da ein bisschen hektisch manchmal und das wird immer besser für ihn. Wir werden immer ruhiger und sicherer. Auch der Blick einmal nach vorne. Wir haben jetzt 12 Spieltage haben wir jetzt hinter uns. Die Punkte, die wir haben,
Da sind wir ganz stolz drauf. Das nächste Wochenende hat es wieder in sich. Wir erwarten die Tilburg Trappers. Auch ein ganz kurzer Ausblick. Heute, wie gesagt, war jetzt so dieses Spiel, ja, wo man vielleicht, du sagtest vorhin, vielleicht noch 5 Stunden hätte spielen können. Es wäre einfach schwer geworden. Dass es gegen die Tilburg Trappers nicht leicht wird, das ist uns allen klar. Das, was auf uns zukommt, das verrät so ein bisschen der Kartenvorverkauf, ist am Feiertag, wir haben ja Feiertag in Nordrhein-Westfalen, es wird sehr schön voll. Und das ist erstmal auf jeden Fall schön, das hat sich die Mannschaft verdient. Kurzer Ausblick, Tilburg. Ja, das hat sich die Mannschaft wirklich verdient und das ist immer schön. Aber wie gesagt, die Leute, die hier waren heute, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele das waren. Knapp 800 waren es heute. Aber es war tierisch laut heute, also wirklich auch, als wir hinten lagen, trotzdem war es sehr laut. Und ja, Tilburg ist natürlich eine physische Mannschaft, gehört für mich eigentlich unter die Top 3 in dieser Liga, auf jeden Fall mit den Leuten, die sie haben. Aber ich weiß, dass es jetzt ein paar Jahre keinen Sieg mehr geben, die gab. Noch nie. Noch nie? Noch nie ein Punkt. Okay. Dann wird es nächsten Freitag so. Das nehmen wir gerne mit in das restliche Wochenende. Euch eine gute Heimfahrt. Alles Gute für die kommenden Spiele. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal bei euch. Und wir haben ein ganz besonderes Spiel gegen euch. Auch hier noch, das ist nämlich das Year-Endgame. Das weiß ich ganz genau. Du hast es wahrscheinlich gar nicht so im Kopf. Ich habe es im Kopf. Am 30.12. sehen wir uns auf jeden Fall hier wieder. Dann gibt es die Revanche. Und wir sehen uns dann am nächsten Freitag hier. Und ich denke, vor einer tollen Kulisse hier. Und das ist auch das nächste Datum dann für euch bei Spray TV. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao.